Schienen, ein romantisches Symbol für Fernweh und Lebensweg, parallel wie ein Paar, das sich niemals trennt. Alles andere als romantisch ist die Gefahr, die von diesem Ort ausgeht. Ein Zug, der sich mit 160 km/h nähert, benötigt für 100 Meter nur 2,25 Sekunden. Trotzdem werden Bahnanlagen immer wieder zum Spielplatz oder Fotomotiv umfunktioniert. Ja, besonders in den Teenagerjahren stellen wir fest, dass also Jungs und Mädchen da eine besondere Faszination für Gleise entwickeln. Bei den Jungs ist es eher so eine Mutprobe. Ja, ich stelle mich jetzt auf die Gleise, mach mal ein Foto von mir. Bei Mädchen geht die Sache noch etwas tiefer. Wir haben ja vor allen Dingen seit einem Jahr das Phänomen, dass gerade Teenager im Alter zwischen 14 und 16, also besonders Mädchen, im Gleis posieren, von sich Fotos machen, von sich Selfies machen. Die Fotos, die hier entstehen, haben für die Mädchen oft einen sentimentalen und dramatischen Wert. In den sozialen Netzwerken soll die unvergleichbare Beziehung zur allerbesten Freundin verdeutlicht und inszeniert werden. Da spielt einfach das Symbol der Schienen, der gleichförmig verlaufenden Stränge, eine Rolle. Und so eine Sache wie, egal was passiert, egal ob jetzt ein Zug kommt, wir sind für immer zusammen, unsere Freundschaft, die hält ewig. Wenn Kinder und Jugendliche von der Bundespolizei an den Schienen aufgegriffen werden, erklären sie oftmals, dass sie den Fahrplan gut genug kennen oder schon gehört hätten, wenn ein Zug vorbeigekommen wäre. Eine trügerische Annahme. Bei den Älteren war das der Fall, die hat man schon aus mehreren Kilometern fast gehört. Bei den neueren Zügen mit sogenannten Flüsterbremsen ist das eben nicht mehr der Fall. Steht da noch der Wind ungünstig, ja, dann hört man wirklich den Zug erst, wenn er auch wirklich da ist, gerade bei ICEs. Doch nicht nur fahrende Züge, auch stehende Waggons und stromführende Masten sind keine spannenden Kletterparks, sondern bergen tödliche Gefahren. Viele wissen nicht, dass gerade bei auch regnerischem Wetter es auch keinen direkten Kontakt mit der Oberleitung braucht. Es kann auch so zu Spannungsüberschlägen kommen. Also je näher man dieser Stromleitung kommt, desto gefährlicher und desto lebensgefährlicher wird auch das Ganze. Es ist ja nicht nur die stromführenden Sachen. Wenn man sich allgemein in Rangierbereichen aufhält, da werden Waggons hin und her geschoben durch Rangierer. Das ist teilweise auch führerlos, beziehungsweise wird es dann die Lok ist vorn und der Zug ist ziemlich lang. Also man kann da auch ganz leicht zwischen die Züge geraten. Gleisüberquerungen und Abkürzungen sind eine Ordnungswidrigkeit und werden mit einem Verwarngeld von 25 Euro belegt. Musste ein Zug aber eine Schnellbremsung einleiten und gab es vielleicht sogar Verletzte, dann ist das ein Eingriff in den Bahnverkehr und wird als Straftat gehandelt. Damit es aber gar nicht erst zum Ernstfall kommt, setzt die Bundespolizei auf Vorsorge und Aufklärung. Ja, jede Inspektion der Bundespolizei hat sogenannte Präventionsbeauftragte. Und die gehen also vor allen Dingen an Schulen und klären da auch über die Gefahren auf. Ja. Also was man eben nicht tun sollte, wie man sich auch an den Bahnanlagen und auf den Haltestellen auch verhalten soll. Bahngleise sind kein Abenteuerspielplatz, appelliert die Bundespolizei. Im schlimmsten Fall können auf die Eltern sogar Schadenersatzansprüche der Deutschen Bahn zukommen.